Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir das Tool CryptPad vorstellen, eine sehr vielseitige Online-Office-Lösung, die einen großen Wert auf Datenschutz legt und die alle Daten verschlüsselt speichert. Mein Schwerpunkt in diesem Video wird darauf liegen, wie man CryptPad vor allem zum Lernen und vor allem mit einer Lerngruppe anwenden kann. Wenn das nicht dein Schwerpunkt ist, kannst du aber sicherlich trotzdem etwas mitnehmen und lernen, wie man mit CryptPad arbeitet. Du findest das Tool unter cryptpad.fr. Und nun schauen wir uns einfach mal an, was da alles drin steckt. Wenn wir uns hier die Startseite anschauen, dann sehen wir, dass es eine ganze Reihe verschiedener Werkzeuge in CryptPad gibt. Zunächst sollten wir uns aber kurz damit beschäftigen, wie man mit CryptPad arbeiten kann. Die einfachste Variante ist, dass du jetzt einfach hier auf eines dieser Icons klickst und dann eines dieser Tools öffnest. Also zum Beispiel Rich Text, das ist also eine Textverarbeitung. Tabelle ist eben eine Tabellenkalkulation. Zu den anderen kommen wir später. Wenn ich jetzt da hier einfach draufklicke, öffnet sich ein neues Dokument und ich kann direkt losarbeiten. Wichtig ist jetzt allerdings hier diese Meldung in der Ecke. Jetzt habe ich mich nicht registriert, sondern habe direkt einfach ein CryptPad geöffnet. Das kann ich auch weiterhin so verwenden. CryptPad fragt mich allerdings, ob ich das speichern möchte. Dann würde es in meinem sogenannten Crypt Drive gespeichert, sodass ich später alle Dateien an einer Stelle haben kann. Wenn ich jetzt hier sage, nicht speichern, dann ist der Link zu dieser Datei die einzige Möglichkeit, später wieder darauf zurückzukommen. Im Grunde könnte man sagen, wenn man nur hin und wieder mal CryptPad verwendet, dann reicht es völlig, nur über den Link drauf zuzugreifen und nicht zu speichern. Wenn man allerdings einigermaßen regelmäßig damit arbeitet, dann ist es sicherlich sinnvoll zu speichern. Ich zeige jetzt einmal einen Durchgang ohne Speichern und ohne Benutzeraccount und danach logge ich mich ein und zeige, wie das Ganze aussieht, wenn man eben einen Benutzeraccount hat. Ich klicke jetzt also hier erstmal auf Nicht speichern und jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal an. Wie man sieht, ist das im Grunde eine einfache Oberfläche, wie man sie von anderen Textverarbeitungsprogrammen kennt. Das Ganze hat jetzt hier einen Standardnamen bekommen und den kann ich einfach durch einen Klick auf dieses Feld aktivieren, dass ich es bearbeiten kann. Und jetzt könnte ich hier einen Dateinamen eingeben. Ich drücke Enter und dann ist der Name gespeichert. Und jetzt könnte ich hier schreiben. Und zwei Dinge sind jetzt vor allem mit einer Lerngruppe oder mit mehreren Leuten ganz interessant. Hier oben gibt es zwei Buttons, die heißen Teilen und Zugriff. Wenn ich auf Teilen gehe, erscheint dieses Feld hier und ich kriege einen Link und kann mich entscheiden, ob die Leute, denen ich diesen Link weitergebe, das Dokument nur ansehen können oder ob sie es auch bearbeiten können. Denkbar wäre jetzt also zum Beispiel, ich lasse das auf Bearbeiten und kopiere diesen Link, gebe ihn in der Lerngruppe weiter und dann können alle Personen, die diesen Link haben, in diesem Dokument schreiben. Es gibt ja noch dieses Häkchen Einbettungsmodus. Das ist zum Beispiel ganz praktisch. Dann sehen die Leute, die den Link haben, alles unterhalb dieser blauen Leiste, sehen also den Dateinamen hier oben nicht und diese Werkzeugleiste nicht. Das könnte eventuell interessant sein, wenn man nicht möchte, dass zu viele Elemente ablenken. Dann könnte man diesen Einbettungsmodus verwenden. Gleichzeitig gibt es hier noch den Button Einbetten. Wenn ich das anwähle, dann kriege ich so einen Einbettungscode, wie man das vielleicht von Videos kennt und so weiter. Dann könnte ich die ganze Oberfläche zum Beispiel innerhalb einer Lernplattform einbetten, wenn diese das unterstützt. Ansonsten würde ich jetzt einfach den Link weitergeben und die Personen, die diesen Link bekommen, können dann in diesem Dokument arbeiten. Wir füllen jetzt hier mal einen Beispieltext ein, einfach damit wir mal was haben. Und können jetzt hier im Grunde ganz normale Textverarbeitungsfunktionen nutzen, wie sie sonst eben auch bekannt sind. Wichtig sind noch ein paar Elemente, die hier sichtbar sind. Zum einen gibt es hier rechts eine Seitenleiste. Wenn ich da draufklicke, hier oben auf dieses Icon mit den Personen, kann ich eine Benutzerliste sehen. Ich habe mir jetzt hier einen Namen gegeben. Normalerweise steht hier am Anfang erstmal nur ein Standard, Gast oder sowas. Es ist aber möglich, dass man sich selber einen Namen gibt. Allerdings ist dieser Name dann nur einmalig zu sehen. Wenn ich das nächste Mal wieder in das Dokument komme, ist er wieder weg, denn ich habe ja nicht gespeichert. CryptPad weiß nicht, dass ich das nächste Mal dieselbe Person bin. Außerdem gibt es noch einen Chat, mit dem man sich über das Dokument austauschen kann. Das könnte also auch mal ganz praktisch sein, sozusagen für die Metaebene der Diskussion. Und eine letzte Gruppenfunktion, die sehr praktisch ist, wenn ich einen Text markiere, dann erscheint hier automatisch dieses Kommentar-Icon und ich kann also hier direkt in den Text Kommentare schreiben. Dann steht das hier drüben
Und hier oben ist jetzt diese Kommentarspalte erschienen, die kann ich wieder ausblenden, dann reduziert sie sich auf dieses Icon. Wenn ich die Kommentare wieder sehen will, dann klicke ich wieder drauf. Und jetzt könnte auch jemand darauf antworten. Und so kann man dann also über einen Text sehr gut diskutieren. Denkbar wäre zum Beispiel auch, dass ich als Lehrerin oder Lehrer so den Schülerinnen und Schülern Feedback zu ihren Texten geben kann und sie so einfach Schritt für Schritt einen Text erarbeiten und immer weiter verbessern können. Das war jetzt also die Nutzung eines dieser CRIPPAD-Tools ohne Anmeldung. Nun gehen wir mal wieder zurück auf die Startseite und schauen, wie das Ganze dann aussieht, wenn ich mich einlogge mit einem Benutzer-Account. Ich bin jetzt also wieder auf der Startseite und wenn ich noch keinen Account habe, würde ich jetzt hier auf Registrieren klicken. Beim Registrieren muss ich keine E-Mail-Adresse angeben, sondern lediglich einen selbstgewählten Benutzernamen und ein Passwort. Das bedeutet natürlich auch, dass man mir mein Passwort nicht zuschicken kann, wenn ich es mal vergessen habe. Ich muss es also wirklich mir aufschreiben und merken, sonst komme ich irgendwann nicht mehr in den Account rein. Ich habe mich also schon registriert und logge mich nun ein. Hier könnte ich zum Beispiel auch, wenn ich zuvor ohne Login gearbeitet habe, die Dokumente aus dieser jetzigen Gastsitzung importieren. Das brauche ich jetzt nicht. Ich klicke jetzt hier einfach auf Einloggen. Durch die Verschlüsselung gibt es manchmal leichte Verzögerungen, wie jetzt auch hier. Und jetzt bin ich in meinem sogenannten Crypt Drive. Ich habe jetzt also hier im Grunde eine Datenoberfläche, in der ich neue Dateien erstellen kann. Und wenn ich mich einlogge, sehe ich hier einfach eine ganz normale Ordnerstruktur, die ich mir hier anlegen kann, um meine Dateien zu sortieren. Ich kann neue Dateien jetzt erstellen durch Neu oder hier dieses große Plus. Und jetzt habe ich hier die Optionen von vorher plus noch ein paar mehr. Denn ich kann jetzt hier zum Beispiel einen Ordner erstellen. Ich könnte auch einen geteilten Ordner erstellen. Das wäre dann also so wie vorher beim Teilen eines Dokuments, nur dass ich dann den gesamten Inhalt des Ordners teilen könnte und so weiter. Ich könnte auch eine Datei hochladen oder einen ganzen Ordner hochladen. Wir gehen jetzt nicht auf alle Optionen ein, sondern gehen jetzt einfach mal weiter, wie die anderen Tools hier funktionieren. Im Einzelnen werde ich noch vorstellen die Tabelle, das Kanban-Board, das Formular und das Whiteboard. Das sind aus meiner Sicht die im Lerneinsatz am besten geeignet sind. Rich Text hatten wir ja gerade schon im nicht eingeloggten Zustand. Die Bedienung unterscheidet sich dann aber nicht. Jetzt klicke ich also einmal hier auf Tabelle und dann öffnet sich hier ein neuer Tab und ich werde hier in ein kleines Fenster gebracht, wo ich zum einen sagen kann, ja, das ist ein eigenes Dokument. Ich könnte ein Ablaufdatum setzen, dass also dieses Dokument von alleine gelöscht wird und ich könnte auch ein Passwort hinzufügen. Ich habe jetzt also Erstellen geklickt und jetzt komme ich hier in eine Online-Tabellenkalkulation. Hier oben gibt es noch einen Hinweis auf die Dokumentation, den klicke ich mal weg, damit wir mehr Platz haben. Und jetzt sehen wir hier also eine ganz normale Tabellenkalkulationsoberfläche mit all den üblichen Bedienelementen, wo ich jetzt also einfach arbeiten kann. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten mit den Buttons Teilen und Zugriff. Ich klicke jetzt also nochmal auf Teilen und dann kommt das, was wir vorher auch schon gesehen haben, nämlich ich kann einen Link erzeugen, mit dem die Empfänger entweder bearbeiten oder ansehen können. Da mir jetzt das Dokument aber gehört, könnte ich auch sagen, einmal ansehen mit Selbstzerstörung. Das heißt, derjenige, der diesen Link erhält, kann genau einmal dieses Dokument anschauen und dann verfällt der Link. Bei mir bleibt das Dokument erhalten, denn jetzt gehört es mir ja, ich bin ja jetzt eingeloggt. Das ist also eine Möglichkeit, zum Beispiel jemandem eine Information weiterzugeben, um einigermaßen sicherzustellen, dass diese Person diese Information nicht einfach weiterteilen kann. Und es gibt jetzt noch die Möglichkeit, Kontakte zu haben. Ich bin ja jetzt als Benutzer bei CRIPPAD bekannt und ich könnte, wenn ich regelmäßig mit denselben Leuten zusammenarbeite, jetzt hier meinen Profillink kopieren und diesen verschicken, dann könnten wir uns vernetzen und einfacher untereinander Dokumente tauschen. Im Grunde reicht aber natürlich auch der Teilen-Link. Jetzt, wo ich eingeloggt bin, macht dieser Tab Zugriff noch Sinn, denn jetzt kann ich nochmal genau kontrollieren, wer eigentlich Zugriff auf dieses Dokument hat und bis wann dieser Zugriff gelten soll und so weiter. Also ich könnte auch hier jetzt nochmal ein Passwort hinzufügen, wenn ich das vorher nicht gemacht habe. Ich habe hier noch eine Liste, wo ich sehen könnte, welche Benutzer Zugriff auf die Datei haben. Und ich bin jetzt der Eigentümer und könnte auch noch weitere Eigentümer hinzufügen, wenn das nötig sein sollte. Bezüglich des Lernens ist auch hier wieder die Funktion des Kommentierens möglicherweise interessant. Also wenn jetzt hier jemand was reingeschrieben hat,
kann ich auch hier wieder am besten mit einem Rechtsklick einfach einen Kommentar hinzufügen. Und dann ist hier oben eine kleine bunte Ecke zu sehen. Wenn ich mit der Maus drüber fahre, sieht man diesen Kommentar. Das war jetzt also das Tabellentool. Gehen wir zurück. Ich klicke wieder auf das Plus und jetzt schauen wir uns das Formular an. Ich klicke wieder drauf. Ich habe die übliche Maske hier. Ich kann ein Ablaufdatum und ein Passwort setzen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder leeres Dokument oder eine schnelle Terminumfrage. Ich bleibe jetzt mal beim leeren Dokument und klicke Erstellen. Jetzt kann ich im Grunde einfach ein Online-Formular erstellen mit ganz verschiedenen Fragetypen, um so zum Beispiel innerhalb der Lerngruppe Daten abzufragen oder Unterrichtsfeedback einzuholen oder eine Anmeldung zu strukturieren oder was auch immer. Das Prinzip ist immer gleich. Ich habe hier eine Frage oder ein Textfeld und klicke auf Bearbeiten. Dann kann ich hier meinen Text eingeben und dann klicke ich auf Vorschau, um das Ganze wieder zu schließen. Hier mit dem Plus-Button könnte ich weitere Fragen hinzufügen und dann gibt es hier verschiedene Fragetypen, die hier unten auch nochmal etwas genauer erklärt sind. Also ein Fragetyp wäre jetzt hier die Einfachauswahl, die sieht man auch hier oben rechts in der Ecke. Also zum Beispiel, wie fandest du den Film? Die Überschrift kann ich immer einfach durch Anklicken ändern und wenn ich jetzt die Optionen ändern will, klicke ich wieder auf Bearbeiten. Wenn ich Enter drücke, entsteht eine neue Option. Wenn ich die wieder weglöschen will, klicke ich auf das rote X. Mit diesem Anfasser hier vorne könnte ich die Reihenfolge der Elemente ändern. Klicke wieder auf Vorschau und dann sehe ich das hier so. Wenn ich den Fragentyp jetzt nochmal ändern wollte, könnte ich hier oben hinklicken und dann verschiedene Optionen wählen. Zum Beispiel Mehrfachauswahl, dann könnten die Nutzer also mehrere Kästchen anklicken. Das macht jetzt natürlich in dieser Frage keinen Sinn. Klicke ich wieder auf Einfachauswahl. Ich kann auch hier mit dem Anfasser die Reihenfolge der Fragen verändern und jetzt hier zum Beispiel eine andere Fragetyp hinzufügen, also zum Beispiel einen Absatz. Wenn ich die Frage schließen will, kann ich auch einfach hier rechts ins Leere klicken. Jetzt wäre das also ein freier Text, der hier geschrieben werden kann. Eine weitere interessante Auswahl ist vielleicht diese Matrix. Das gibt dann also so eine Fragenmatrix mit Zeilen und Spalten. Das gibt es einerseits als Einfachauswahl, dass also pro Reihe immer nur eine Option angewählt werden kann, oder Mehrfachauswahl, dann können mehrere Optionen pro Reihe ausgewählt werden. Die anderen Fragentypen hier unten sind einigermaßen selbsterklärend. Man kann dann einfach gucken, was da passt. Umfrage ist vielleicht noch ganz spannend. Da kann jedes Feld mit Ja, Nein oder vielleicht sozusagen ausgewählt werden. Das ist dann zum Beispiel für Terminumfragen ganz praktisch. Jetzt kann ich noch festlegen, dass das Formular nur eine bestimmte Zeit offen sein soll. Ich kann also ein Ablaufdatum festlegen. Ich kann die Antworten automatisch anonymisieren. Und ich kann entscheiden, ob Gäste, also nicht eingeloggte Nutzer, Zugriff haben sollen oder ob die Nutzer nach dem Absenden das Ganze nochmal bearbeiten sollen oder ob es eben nur einmalig möglich ist, etwas abzuschicken. Dann kann ich hier noch eine Endnachricht hinzufügen und ich könnte dem Ganzen auch noch ein Farbschema geben, damit das etwas freundlicher aussieht. Mit dem Vorschau-Button hier oben kann ich sehen, wie das Formular für die Nutzer aussehen wird. Haben wir hier also jetzt ganz schön zu sehen. Ich habe jetzt die Anonymisierung nicht ausgewählt, dann kann der Nutzer selber entscheiden, ob er anonym antworten will oder nicht. Und gleichzeitig könnte ich jetzt hier auf Link kopieren gehen und diesen Link würde ich jetzt eben meinen Nutzerinnen und Nutzern geben, damit sie auf so einer Ansicht landen und mir diese Antworten einschicken können. Wir geben jetzt mal eine Antwort an, einfach als Beispiel, damit wir sehen, wie das Ganze aussieht, wenn es abgeschickt wurde, anonym, absenden. Und jetzt gehen wir zurück. Und wenn wir jetzt hier die Seite neu laden, dann sehen wir, es ist eine Antwort eingegangen. Da klicken wir drauf und jetzt kriegen wir hier die Auswertung der Antworten. Und die könnte ich jetzt zum Beispiel hier als Excel-Tabelle exportieren oder einfach natürlich hier nutzen. Das war jetzt also das Formular-Tool und wir gehen wieder zurück auf die Startseite. Wieder über das Plus kommen wir zum Beispiel zum nächsten, nämlich dem Whiteboard. Und dann haben wir eine Fläche. Die Grundfunktion ist folgende. Ich
unterscheide hier unten zwischen einem Stift, der jetzt gerade aktiviert ist, und einem Werkzeug, mit dem ich Dinge verschieben kann. Dann kann ich Aktionen rückgängig machen oder wiederholen. Ich habe hier ein Textfeld und hiermit kann ich Elemente löschen. Jetzt nehmen wir mal an, ich will hier mit einer Lerngruppe ein Bild beschriften. Zunächst mal gebe ich dem Board eine Überschrift, indem ich auf das Textfeld klicke. Um das Textfeld zu verlassen, klicke ich einfach hier in den weißen Bereich. Jetzt klicke ich das Textfeld einmal an und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mit diesem Cursor sehe ich, ich kann den Text einfach frei verschieben. Ich könnte ihn auch kippen, wenn das nötig sein sollte. Und dann, wenn ich hier rechts anfasse, kann ich das Textfeld breiter machen. Wenn ich es in der Ecke anfasse, kann ich den Text größer machen. Die anderen Anfasser würde ich sein lassen, denn wenn man hier zieht, wird das Textfeld nicht höher, sondern der Text gestreckt. Wenn ich also den Text zweizeilig haben will, dann müsste ich wieder hier rechts hin und das Ganze rüberschieben. Da muss man sich also ein kleines bisschen dran gewöhnen, wie dieses Textfeld funktioniert. Im Grunde würde ich sagen, man fasst immer nur entweder diesen Anfasser oder den in der Ecke an oder klickt eben mitten drauf, um das Ganze zu verschieben. Ich könnte jetzt hier oben über Einfügen ein Bild einfügen. Zunächst ein Bild hochladen. Da habe ich jetzt ein Bild von einer Biene. Klicke das an. Könnte ich noch beschriften, brauche ich jetzt nicht. Das wird jetzt also auch in mein Crypt Drive hochgeladen. Das ist jetzt viel zu groß. Jetzt ziehe ich das mal noch ein bisschen aus dem Weg. Dann nehme ich den oberen Anfasser. Jetzt muss ich da zwei, dreimal kleiner ziehen, damit ich das Bild in eine vernünftige Größe kriege. Und jetzt ist hier mein Bild. Und jetzt könnte ich hier zum Stiftwerkzeug wechseln und zum Beispiel hier beschriften. Jetzt sehen wir aber hier, der Stift ist ziemlich dick. Das ist mir jetzt zu dick. Jetzt möchte ich zunächst mal den hier wieder loswerden. Dann wechsle ich zum Auswahlwerkzeug, klicke den an, klicke hier auf die Mülltonne und dann ist das Element wieder weg. Und mache hier mit Breite den Stift deutlich breiter, wechsle zum Stift und jetzt habe ich hier einen dünneren Stift. Ich kann die Farbe des Stiftes ändern und ich könnte auch die Deckkraft des Stiftes ändern. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich nehme Gelb und 50% Deckkraft, dann könnte ich Dinge hervorheben. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel schreiben. Ich sitze jetzt hier an einem Rechner mit Trackpad, da ist das Schreiben natürlich nicht so sinnvoll. Es funktioniert aber auch mit einem Tablet, mit einem Stift, dann ist das Ganze natürlich deutlich praktischer. Das wird dann interessanter, wenn ich auch wieder die Teilen-Funktion nutze. Also ich könnte jetzt zum Beispiel wieder hier Bearbeiten aktivieren und diesen Link weitergeben. Dann könnten mehrere Personen auf diesem Whiteboard arbeiten. Das wäre also das Whiteboard und wir gehen wieder zurück zur Startseite. Ein weiterer Klick auf Plus und dann haben wir noch das Kanban-Board. Die Oberfläche ist wieder die gleiche. Wir klicken Erstellen. Kanban ist eine Methode, um in Gruppen Projekte zu organisieren. Das Ganze funktioniert so, dass man verschiedene Spalten hat. In der Standardanwendung ist eine Spalte zu erledigen, eine in Bearbeitung und eine erledigt. Und jetzt sammelt man hier mit Karten zunächst die Aufgaben. Und wenn jemand an einer Aufgabe arbeitet, wird sie in die Spalte Bearbeitung, in Bearbeitung gezogen. Wenn sie erledigt ist, wird sie herübergezogen. Neue Karten kann ich einfach durch diese Buttons erstellen. Dieser macht eine neue Karte am oberen Ende, dieser macht eine neue Karte am unteren Ende. Und ansonsten kann ich eine Karte einfach anklicken, halten und hier rüberziehen. Ich kann hier reinklicken, um den Text zu ändern. Oder wenn ich auf den Stift klicke, kriege ich weitere Optionen. Dann kann ich zum Beispiel auch hier einen Inhalt einfügen. Ich habe jetzt mal hier ein Board vorbereitet. Es geht zum Beispiel um einen Vortrag zum Thema Wald. Und wir nehmen an, wir haben drei Personen, Anna, Peter und Sarah, die an diesem Vortrag arbeiten sollen. Sie haben schon angefangen mal zu überlegen, was sie alles zu tun haben. Also einmal wäre hier so eine Übersicht, Inhalte recherchieren. Sie haben hier mit dem Stiftsymbol die Beschreibung eingegeben, drei Themen sind zu bearbeiten. Und weil das hier so eine Übersichtskarte ist, geben wir der mal so eine gelbe Hintergrundfarbe, damit die sich ein bisschen hervorhebt. Jetzt haben Sie sich überlegt, okay, man muss Thema 1 zusammenfassen, Thema 2 zusammenfassen. Jetzt fehlt noch Thema 3. Das kann ich jetzt einfach hier durch den Plus-Button hinzufügen. Wenn ich Enter drücke, geht automatisch eine neue Karte auf. Wenn ich hier ins Leere klicke, geht die wieder zu, wenn ich nichts reinschreibe.
Und jetzt habe ich hier die Namen drin stehen. Wie kommen die dahin? Ich kann hier auf den Stift klicken und jetzt könnte ich Tags vergeben. Also könnte ich jetzt sagen, ich nehme Tags, also Schlagworte, und sage, also die verwende ich als Zuweisung, wer zuständig ist. Das soll jetzt die Anna machen. Und wir klicken auf Schließen. Und jetzt sehen wir hier diese drei Karten, Thema 1, 2, 3. Für die eine ist Peter zuständig, für das andere Sarah und für das dritte Anna. Den roten Faden für den Vortrag, da haben wir alle drei Namen reingeschrieben und dementsprechend ist klar, das ist für alle relevant. Wenn jetzt zum Beispiel Peter anfängt, an seinem Thema zu arbeiten, zieht er diese Karte hier rüber und dann sehen alle, dass Peter gerade an diesem Thema arbeitet. Ich habe mich jetzt hier mal in einem zweiten Browser eingeloggt und hier sozusagen als Sarah mich dargestellt. Ich teile gerade mal hier die Fenster auf, damit man das nebeneinander sieht. Es gibt also auch eine dunkle Oberfläche, wenn man das haben möchte. Und jetzt sieht man gut, dass also das Thema 1 in Bearbeitung steht, hier auch. Nehmen wir mal an, Sarah sagt, ich fange jetzt auch an, zieht das auch hier rüber. Und dann ist das hier live auf dem zweiten Browser auch erkennbar. Das heißt, alle Personen, die hier diesen Link haben, den wir wieder über das Teilmenü untereinander geteilt haben, sehen immer in Echtzeit, was gerade läuft. Und wenn jemand was verändert, ist das immer gleich bei allen sichtbar. Schließlich gibt es noch eine interessante Filterfunktion. Ich könnte mir jetzt nämlich zum Beispiel als Peter alle Karten anzeigen lassen, die mich betreffen. Dann klicke ich einfach auf Peter. Und dann sehe ich nur die Karten, die mein Schlagwort tragen. Wenn ich wieder alle sehen will, klicke ich auf Filter, zurücksetzen. So kann ich also sehr leicht mit einer Gruppe eine auch komplexe Arbeit, ein Projekt, einen Vortrag, was auch immer, organisieren, sodass immer alle den Überblick haben, wer gerade wo dran arbeitet. Die Idee ist, dass wenn dann eine Sache erledigt ist, wird sie hierüber noch erledigt gezogen und dann ist also der Weg durch das Board so, dass man sagt, hier wird immer gesammelt und zugewiesen, dann wird hier bearbeitet, dann erledigt. Wenn das irgendwann zu voll wird, könnte man hier noch eine weitere Spalte hinzufügen, zum Beispiel Archiv, damit das Ganze hier rüber wandert. Mit dem Plus könnte ich diese Spalte hinzufügen. Wenn man das noch etwas schöner gestalten will, haben auch die Spalten selbst so ein Stiftsymbol. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, wir machen das ein bisschen farbig. In Bearbeitung wird gelb, erledigt wird grün. Und dann ist das Ganze auch ein bisschen farbenfroh und klar zu erkennen. Das wäre also jetzt das Kanban-Board. Und jetzt sieht man, dass all diese Dokumente, die ich erstellt habe, hier in meinem Crypt Drive zu sehen sind. Ich könnte jetzt hier auch noch Ordner erstellen, wenn ich das Ganze ein bisschen sortieren möchte. Zum Beispiel das eine ist meine Klasse 10a und jetzt ziehe ich einfach die Sachen, die die 10a betreffen, hier rein. Und so kann ich hier auch ein bisschen Ordnung halten. Wenn ich da jetzt doppelt drauf klicke, sehe ich den Inhalt und hier eine Ordnerstruktur. Nun wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren von CryptPad.